Smo Fun VR, ich wollte euch mal ein Saunenrennen zeigen. Das ist nämlich nochmal was ganz anderes. Ich habe ja gesagt, es gibt so verschiedene Modi in Wipeout, jetzt mit VR, Wipeout Omega Collection. Und das hier ist sehr psychedelisch. Es geht erstmal relativ langsam los. Erinnert von der Optik so ein bisschen an Polybius gerade. So, und noch ist alles echt gemächlich. Wow. Gerade verpasst, aber nicht so wild. Wow. Wow. Perfekte Runde, die gehört. Steht Zone 19 von 20. Ich weiß nicht, ob das die Runden sind, die ich fahren muss. Lassen wir uns überraschen. Pass. Okay, die habe ich verpasst. Ich habe das Gefühl, es wird von Runde zu Runde minimal schneller, aber beschwören kann ich es nicht. Ja doch, ich denke auf jeden Fall. Wow, Speedbats verpasst. Wie jetzt? Jetzt haben wir 23 von 20? Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollen. Ich glaube, es wird immer schneller, ja? Und irgendwann crasht irgendwie das Fahrzeug oder so. Ganz sicher bin ich mir nicht. Oh, 26 von 20. Ich check's nicht. Ich glaube, das sind Geschwindigkeitszonen, die ich erreiche. Oh, fuck.
Ah ja. Interessant, aber mein Gefährt ist noch sehr gut erhalten, wenn ich der Anzeige da trauen darf. Ist auch nicht so eine schwierige Strecke, die ist ganz okay. Habe ich das gerade gesagt? Es wird immer hektischer. Krass. Ich glaube nämlich, mit jedem Speedbad bekomme ich mehr Speed und der geht nicht mehr weg. Ja? Sehr geil. Wow. Das war eine... Guck mal, jetzt bin ich bis ins Tor reingejumpt. Ja. Yeah. OMG. Jetzt wird's langsam interessant. Nein! Wow. Shit. So, jetzt gibt mir immer mehr Speed. Und jetzt muss ich auch langsam anfangen, massiv zu steuern, ja. Oh oh. Shit. Alter! Scheiße! Das ist so schnell geworden schon. Zone 40 clear. Ihr seht das, ne? Hier in der Mitte, ich habe noch 78% Leben in meinem Raumschiff. Naja, Leben ist Quatsch. 64 sind es jetzt nur noch. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo andotze, wird mir Energie abgezogen. Schildenergie oder wie auch immer. Und irgendwann ist Feierabend, ne? Und es wird währenddessen immer schneller. Es ist echt... Aber es ist was für Freaks, ne? Man kann natürlich die Strecke jetzt auswendig lernen und sich extrem konzentrieren, aber oh Gott. Wow. Zone 45, clear. Also unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen würde ich das hier nicht empfehlen. Shit. Ah, ja, ja. 39%. Ich glaube, bald zerlegt es mich. Bump. Wow, fuck. Mach 1.2. Das ist wirklich schnell. Zone 50, clear. Wow. Energy critical. Oh. Meine Energy ist low, ihr seht es. Wir werden hier gleich ein blaues Wunder erleben. Aua, fuck. Au. fuck. Ich kann gar nicht mehr steuern. Jump! Okay, die Explosion wäre jetzt aber ein bisschen lame. Nur so ein paar Partikel. Wow. Okay. Nicht schlecht.
für so mal ein Foto zu machen. Ach so, wieso schwebt denn das Raumschiff jetzt da oben? Normalerweise gibt es im Fotomodus immer so eine Wiederholung. Foto, bitte lächeln. Wie merkwürdig. Oh nein, der Pilot hat keinen Kopf. Was soll das denn, Leute? Da hättet ihr doch einen Kopf hin machen können. Na, das ist ja eigentümlich. Okay, okay. So Leute, schön. Ich wollte euch mal ein Zonenrennen zeigen, ziemlich psycho. Und ja, das ist wieder nur ein Ding, was man machen kann. Ich habe es jetzt in der 2048-Kampagne gemacht. Ich bilde mir ein, in der HD-Kampagne hat mir das noch besser gefallen. Wir werden uns alles nach und nach angucken. Das war Mo Fun We Are mit Mo Tansen. Lasst mir einen Daumen da. Ich sag bis Dansen. Bye-bye.